Achtung Hindernis, ab durch die Fontäne. Sommer gegen Winterreifen, wer braucht mehr Strom? Und so hat man mit dem E-Auto richtig Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst uns euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Mit dabei ist wieder unser E-Mobilitätsspezialist Gerry Auerbach. Gerry, was sehen wir heute? Wir sind in einer Location, die in Salzburg eigentlich bekannt ist, die allerdings jetzt vor kurzer Zeit einen neuen Mieter bekommen hat. Wir sind da in Aigen und wir sind heute zu Besuch bei Tesla. Tesla wurde 2003 gegründet und gilt als das Pionierunternehmen, wenn es um Elektromobilität mit Pkw in der breiten Masse geht. Schnittiges Aussehen, große Reichweite und schnelles Laden. Das verspricht der Amerikaner, der vor kurzem seinen neuesten Store in Salzburg-Aigen eröffnet hat. Passend zur E-Mobilität gibt es am Gebäudedach eine Solar- und Photovoltaikanlage. Harry und Gerry kriegen heute nicht genug. Deshalb gibt es für sie heute nicht nur ein Model Y, sondern gleich zwei. Wir dürfen heute zwei Model Y also testen. Wir machen uns also auf den Weg in Richtung östlicher Flachgau zum Fahrsicherheitszentrum Straßwalchen. Und dort wollen es die beiden richtig wissen. Außerdem finden sie voll motivierte und talentierte zukünftige E-Fahrerinnen. Dazu kommen wir aber gleich. Die beiden Autos sind bis auf die Farbe fast völlig gleich. Das Tesla Model Y in der Long Range Variante wiegt 2 Tonnen. Es bietet eine Reichweite von bis zu 533 km. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 217 km/h. Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 5 Sekunden. Dafür hat der Allradantrieb 514 PS. Klingt nach einem regelrechten Kraftpaket mit ordentlich Fahrspaß. Wird auch der Verbrauch dementsprechend hoch sein oder kann das Model Y Harry und Gerry mit niedrigem Verbrauch überraschen? Wir werden sehen. Die Akkus sind jetzt gleich geladen. Sie haben eine Reichweite von 80%. Wie oft soll man eigentlich sein E-Auto laden? Sollte es jedes Mal vollgeladen werden oder soll nur so viel in den Akku, wie ich am nächsten Tag brauche? Unser E-Mobilitätsprofi Gerry Auerbach kennt die Antwort. Da ist unser Tipp, einfach im Handbuch nachschauen, weil da drinnen beschrieben ist, was die optimale Strategie für diesen Fall ist. Das hängt ganz stark vom Akku und von der entsprechend genutzten Zellchemie ab. Und da kann es durchaus Unterschiede geben. Die Tesla-Fahrer kennen das vom Model 3, da gibt es bekannterweise zwei Reichweiten, die haben unterschiedliche Akkutechnologien und da gibt es auch unterschiedliche Ladeempfehlungen. Wenn man da den Long Range anschaut, dann ist dort die Ladeempfehlung auf 80% zu laden und 100% nur zu nutzen, wenn man wirklich die volle Reichweite braucht. Wer die Standardvariante hat, der hat eine andere Batterie. Technologie, das ist Lithium-Eisenphosphat und da steht eine Bedienungsanleitung drinnen, dass man den also einmal in der Woche auf 100% vollladen soll, damit man die optimale Lebensdauer für den Akku erreichen kann. Zusammengefasst, jedes E-Auto braucht seine eigene Behandlung bei der Ladung. Die Infos finden Sie in der Bedienungsanleitung oder direkt beim Händler. Harry und Gerry sind noch nie mit einem Tesla Modell Y gefahren, deshalb starten sie zuerst mit einer kleinen Einschulung. Die beiden Autos haben die gleiche Long-Range-Ausführung. Neben der Außenfarbe ist nur noch eine Komponente anders, die Reifen. Abgesehen vom Wetter und der Fahrsicherheit wirken sich die Sommerreifen gegenüber Winterreifen massiv auf den Stromverbrauch aus, so die Theorie. Wie sehr, das wollen wir heute herausfinden. Dafür fahren Harry und Gerry den ganzen Tag direkt im Konvoi, dieselbe Strecke mit derselben Geschwindigkeit. Als erstes geht es über die Bundesstraße nach Straßwalchen. Die Strecke ist rund 30 Kilometer lang und hat 220 Höhenmeter. Spritpreise 1,99,9. Knapp unter 2 Euro, da lachen wir als Elektroautofahrer. Weil wenn wir also jetzt, also selbst also wie wir heute gehört haben, beim Tesla Supercharger laden würden in Österreich, würde also eine Kilowattstunde 41 Cent ausmachen. Wenn wir sagen, das Fahrzeug braucht also nur zum Kopfrechnen, sagen wir mal 20 Kilowattstunden und 41 Cent, dann waren wir also ungefähr bei 8 Euro pro 100 Kilometer. Nehmen wir also einen sparsamen Diesel, der 5 Liter verbraucht und wir haben 2 Euro, dann sind wir also bei 10 Euro, die 100 Kilometer kosten. Ja.
Tesla gilt nicht nur als der Pionier in Sachen E-Mobilität, das Unternehmen hat sich auch schon sehr früh auf autonomes Fahren konzentriert und investiert sehr viel in die Entwicklung. Ja, Gary, jetzt haben wir also zwischen Level 0, 1, 2, 3 uns unterhalten. Was würde dann also jetzt also 4 und 5 und vor allen Dingen im Fernziel dann das echte autonome Fahren, was würde denn das bedeuten? Ja, Level 3 und Level 4 bezeichnet man als das sogenannte pilotierte Fahren. Das heißt, da kann das Fahrzeug alleine fahren, der Fahrer muss innerhalb einer gewissen Zeit eingreifen. Und von Level 3 auf Level 4 werden sich die Situationen nur ein bisschen ändern. Das heißt, man wird das Auto alleine in mehr Situationen fahren lassen können. Und der große Sprung kommt dann zwischen Level 4 und Level 5. Da steigen wir nämlich dann vom pilotierten Fahren auf das sogenannte autonome Fahren. Und das heißt, das Fahrzeug fährt vollständig alleine. Das wird dann auch kein Lenkrad mehr haben. Da wird man dann auch keinen Führerschein mehr brauchen. Da wird es auch keine Alkoholgrenze geben, so wie es jetzt ausschaut. Das heißt, das ist das, was man quasi als Ziel hat. Nach etwas mehr als einer halben Stunde kommen Harry und Gary in Straßwalchen an. Dort sind sie beim ABÜV-Sicherheitszentrum mit Anja und Sarah verabredet. Die beiden Damen sind noch keine E-Auto-Profis, freuen sich aber auf die heutige Herausforderung. Ja, dann würde ich sagen, starten wir los und fahren eine Runde. Wie wird den jungen Damen das E-Auto gefallen? Sie wirken noch etwas skeptisch. Wir werden es sehen. Ja, war richtig lässig. Hätte ich mir nicht gedacht, dass mir das Auto so viel Spaß macht. Muss ich ehrlich sagen. Warum? Was war denn so cool? Ja, weil es extrem schnell beschleunigt und man fühlt sich aber trotzdem voll sicher. Und auch beim Slalom habe ich gemerkt, dass du einfach genau in der Kurve bleiben kannst. Und na, macht Spaß. Und gute Boxen hat es auch. Fetter Sound ist auch wirklich wichtig. Damit wird es Zeit für einen Fahrerinnenwechsel. Harry fährt mit Sarah auf die Strecke. Ob es ihr wohl genauso gefällt wie Anja? Wie ist der gegangen, Sarah? Ja, voll gut. Ja, voll gut. Es ist wirklich klasse zum Fahren. Es ist wirklich lustig, macht Spaß. Und wie das Kollegin auch schon gesagt hat, man fühlt sich einfach wirklich sicher drin. Du hast nie das Gefühl gehabt, dass du also nicht im Griff gehabt Nein, hast? Nein, gar nicht. Okay. Es war wirklich, es ist ganz einfach zum Fahren, aber richtig viel Spaß. Und du hast gesagt, du hast das erste Mal Elektroauto gefahren? Genau. Das erste Mal Elektroauto und trotzdem, du merkst so, es ist so einfach zum Fahren, es macht einfach nur Spaß. Ich will gar nicht mehr aufhören. So leid es uns auch tut, aber unsere beiden E-Profis haben heute noch einen Auftrag. Sie müssen noch herausfinden, wie sehr sich der Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen in der Reichweite beim Tesla bemerkbar macht. Ja, Gerrit, zum Thema Reifen. Wir haben also jetzt unterschiedliche Bereifungen. Wir haben Sommerreifen, wir haben also Winterreifen. Was kann man also jetzt als Fazit also mitnehmen als Tipp? Große Räder machen schöne Autos, das wissen wir. Je größer die Felgengröße ist und je breiter die Reifen sind, desto mehr brauchen sie natürlich. Dafür schaut es halt schicker aus und muss man nicht sagen, was man will. Ganz generell kann man sagen, wenn man das Thema Reifen jetzt unter dem Aspekt Verbrauch betrachten möchte und wenn man sich jetzt überlegt, okay, irgendwann sind die Reifen niedergefahren, ich brauche neue Reifen, worauf sollte man achten? In Wirklichkeit sollte man schauen, dass man möglichst rollwiderstandsoptimierte Reifen nimmt. Also es gibt ja diese Reifenlabels, die sehr schön anzeigen, wie wirkt sich der Reifen auf den Verbrauch des Fahrzeugs auf. Da hat man immer das Thema Rollwiderstand und niedriger Spritverbrauch.
Auf der anderen Seite das Thema Nassfahrverhalten und Nassbremsverhalten. Das muss man für sich selber halt sagen, was Sache ist. Und ganz generell, wenn das Thema Verbrauch ist, sollte man immer schauen, dass man auch den entsprechenden Luftdruck drinnen hat. Da gibt es ja die Empfehlungen von einer Minimum-Untergrenze und einer Maximum-Obergrenze. Und die kann man sagen, je mehr Luft das drinnen ist, desto geringer ist der Rollwiderstand. Das heißt, beim E-Auto macht es durchaus einen Sinn, die Reifen immer an der oberen Grenze zu fahren, wenn man das im Spritverbrauch schon merkt. Bevor es von Straßwalchen zurück nach Aigen geht, stellen Harry und Gary noch alle Verbrauchsanzeigen wieder auf Null. Damit sie die Sommer- und Winterreifen optimal vergleichen können, stellen sie auch die Heizung und alle anderen Einstellungen auf die gleichen Werte. Dann geht's los. Zuerst über die Landstraße. Dann über die Westautobahn. Und zum Schluss durch den Salzburger Stadtverkehr. Nach 34 Kilometern kommen sie wieder am Ziel bei Tesla in Salzburg-Aigen an. Und das mit verblüffenden Verbrauchswerten. Für ein SUV wie dem Tesla Y mit Allrad wären 20 Kilowattstunden ein toller Durchschnittsverbrauch. Doch die beiden haben deutlich weniger gebraucht. Wir sind wieder zurück bei Tesla. Wir sind also von Straßwalchen nach Salzburg gefahren. Da geht es ein bisschen bergab, ungefähr 150 Meter, Höhenmeter. Wir haben weniger Energie gebraucht als beim Rausfahren, was logisch ist. Und der Unterschied in der Bereifung hat sich auch ausgewirkt. Während wir im blauen Tesla ungefähr 13,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer umgerechnet gebraucht haben, war das beim Gary anders? Genau, ich habe mit meinem Auto 12,6 Kilowattstunden gebraucht, also doch signifikant weniger. Und sind jetzt wirklich unter gleichen Bedingungen gefahren. Das heißt, wir haben das gleiche Auto, wir sind die gleiche Geschwindigkeit gefahren. Ich bin immer mit Assistenzsystemen hinten nachgefahren, also genau das gemacht, was du vorher auch gemacht hast. Und die Differenz waren jetzt wirklich die Reifen. Ja. Ich habe jetzt 20 Zoll Räder oben, die eigentlich mehr brauchen wie 19 Zoll. Aber du hast die Winterreifen oben gehabt und da ist der Winterreifen einfach das, was diese Differenz zu meinen Gunsten letztendlich verursacht hat. Der Winterreifen hat also in unserem kurzen Praxistest rund 7% mehr Strom aus dem Akku gezogen als der Sommerreifen. Damit laden Harry und Gary die Teslas wieder auf und geben sie dann schweren Herzens zurück. Wir haben heute also gelernt, Sommerreifen brauchen weniger Strom als Winterreifen. Elektroautos fahren sich durch den niedrigen Schwerpunkt auch in engen Kurven sehr sicher und stabil. Und sie machen auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, war richtig lässig. Mega cool.